Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Tyranny mit Paxis. Wir werden das Gespräch mit Tuno nochmal angehen, aber vorher werde ich speichern. Weil der letzte Speicherpunkt war, als wir hier reingekommen sind. This civil war, this feud, is an insult to Kairos' peace. It should not have taken the better part of a year to silence the last vestiges of the Oathbreakers. Tuno betrachtet dich gedankenverloren. Ich stimme zu, euer Ehren. Our allies squabble while our enemies regroup. It falls upon the court to measure the extent of the damage and to execute the agents of disorder. I suspect that treachery, negligence, disunity, and greed have infected one or both of our esteemed allies. Until you are instructed otherwise, this matter is the court's primary focus. Graven Ash and the voices of Nerat must be examined in close detail. You are charged with observing the Archons and presenting your case that one of them has wrought chaos and disorder upon the Tears. Ich werde dies zu meiner Aufgabe machen, euer Ehren. Was, wenn beide ohne Schuld sind? Könnten sie beide schuldig sein? Ich werde dies zu meiner Aufgabe machen, euer Ehren. As always, you will be held accountable for what you do in the court's name. But you are free to conduct your investigation in the manner of your choosing. You must expect lies, misdirection, and manipulation. Suffer not such obstructions of justice. The disfavored seem the logical first step in your inquiry. The Legion holds you in some esteem. And Graven Ash has shown deference to the court in times past. No doubt the disfavored will be rife with accusations and evidence against the voices of Nerat. Graven Ash is a noble man, but never underestimate his capacity for deception. A wise general succeeds by knowing when to be unreadable to the enemy. You should, of course, speak with the Scarlet Chorus and gather their testimony. But it stands to reason that most in the chorus would sooner brag about a pauldron fashioned from your skull than entertain your questions. Do not regret killing the rabble that impede your investigation. They will be easily replaced. Ich werde mit den Archonten des Krieges sprechen. Your fellow Fatebinders have been busy acting as my eyes and ears. I have a few leads for you to follow. You should, of course, speak with your brothers and sisters of the court if you need further counsel. Das hatte ich sowieso vor. The Scarlet Chorus leader in Plainsgate is set on taking the Disfavored's holdings with lethal force. Rumors of aggressive chorus posturing are commonplace, but if you are in the Stone Sea, it would be wise to investigate. There is a final matter to discuss. A sensitive topic. Obwohl es unmöglich ist, aus seinem Augenausdruck etwas zu schließen, scheint Tuno vorsichtiger als gewöhnlich. Was bereitet dem Gericht Sorge, euer Ehren? In spite of the many shortcomings at Vendrian's Well, you managed to make a name for yourself. You proclaimed an edict of Kairos, resolved its demanding conditions, and ascended the mountain spire. Any one of these feats would be worthy of recognition by the highest authority. You managed to accomplish three. Tuno beobachtet dich schwebend, er wartet auf eine Antwort. Ich habe nur meine Arbeit erledigt, euer Ehren. Ich bin in einer privilegierten Position, um unglaubliche Taten vollbringen zu können. Nehmen wir das zweite. It pleases me that you grasp your role, as long as you temper it with a sense of duty. Whether by design or by accident, you have captured the attention of Kairos' army and the local Tearsmen alike. This is no small opportunity, and the court charges you with exploiting your new standing to its fullest potential. You have a title in our hierarchy. However, it's a little known secret that one's standing in the world is determined by their infamy, their deeds, and how they come to be known. Mind this notion as you bring justice to this lawless frontier.
There may come a time when your deeds speak for you louder than any title. Whatever you did to capture the attention of the masses at Vendrine's Well, I would encourage you to do so again. Verstanden, ich werde als Verfechter der Gerechtigkeit bekannt werden. Ich freue mich darauf, das Chaos mit meinem Willen zu bändigen. Große Taten werden mich beschreiben. Verstanden, ich werde als Verfechter der Gerechtigkeit bekannt werden. Good. It falls to us to set a new standard for these southern barbarians. Ich weiß gar nicht, ob wir auch eine Fähigkeit bekommen, wenn wir bei ihm genügend Gunst haben. Aber ich reagiere einfach so, wie es meinem Charakter entspricht. Also ich versuche wie immer nichts zu provozieren. You are dismissed. Should the court have need of your presence, you will receive word. Go forth and do my bidding. And bring glory and honor to the tears in Kairos' name. Oh, ich bin kurz erschrocken, hä? Tunon klopft mit seinem Richterhammer auf den Boden, ein einziger Ton, dessen Echo in der Halle wiederklingt. Ach, und es ist auch direkt davon, okay. Right. Können wir jetzt nochmal mit ihm reden? Oder? Du kehrst zurück, es freut mich zu sehen, dass sich der Krieg nicht deine Wurzeln vergessen lässt. Was möchtest du wissen? Erzähl mir etwas über Kyros. Kyros herrscht über uns als unser Oberherr. Sie leitet uns mit starker Hand. Ah, sie! Hand von der Rande des Chaos weg und zeigt uns den Weg des Friedens. Wir sind bestrebt, ihrem Beispiel zu folgen. Wie alt ist Kyros? Unseres Wissens ist ihre Zeit auf Terratos nicht fassbar. Ihre wahre Lebensdauer trotz allem, dass wir mit unseren begrenzten Vorstellungen von Zeit messen können. Es wäre Verschwendung, wenn wir unsere wenigen erbärmlichen Jahre damit verbringen würden, dieses Rätsel der Existenz lösen zu wollen. Kyros unterliegt keinem Anfang und keinem Ende. Kyros war, Kyros ist und Kyros wird immer sein. Wie steht ihr zu Kyros? Sie ist meine Meisterin und ich bin ihr pflichtbewusster Schüler. In dieser Hinsicht sind du und ich nicht anders. Ja, also er bezeichnet sie als Frau, interessant. Ich habe die Ehre, Kyros Vertrauen zu genießen. Sie hat mich beauftragt, ihrem Gesetz innerhalb der Grenzen ihres Herrschaftsgebiets Geltung zu verschaffen. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich bin die Stimme von Kyros Willen, der Vorbote ihres Urteils und der Arm ihrer Gerechtigkeit. Glaubt ihr, dass Kyros Gesetze gerecht sind? Diese Frage ist nicht von Bedeutung. Kyros ist das Gesetz. Es ist die Pflicht der Gerechtigkeit, mit Kyros Definition davon übereinzustimmen. Und jeder, der etwas anderes glaubt, ist ein Anarchist. Naja, es kann ja auch sinnvoll sein, Zorn bei ihm zu generieren. Ich konnte nicht umhin zu bemerken, dass ihr von Kyros sprecht, als wäre er eine Frau. Hüte dich vor dieser Denkrichtung. Mit Ausnahme ihrer Perfektion gibt es wenig an Kyros, das wir als wiedererkennbares Merkmal zuordnen können. Eine Macht, die so weit entfernt und unverständlich ist wie ihre, sollte über unseren trivialen Dualitäten stehen. Mann, Frau, wo ist da der Unterschied? Kyros ist unser aller Mutter. Ich möchte etwas anderes fragen. Erzähl mir etwas über Bledenmark. Er ist mein Scharfrichter und ein Assassine, der seinesgleichen sucht. Seine offizielle Bezeichnung in der Hierarchie von Kyros ist der Archont der Schatten, obwohl ich mich fragte, ob er sich jemals als etwas anderes als einen Schlechter der Missetäter sieht. Wie hat er sich seinen Titel verdient? Seine Arbeit fern vom Gericht führt Bledenmark an die dunklen Orte dieser Welt, in die Stufen genauso wie in das Nordreich. Über die Jahre lernte er, über die Schatten zu herrschen. Sie umhüllen ihn, beschützen ihn und kämpfen sogar für ihn, wenn er sie braucht. Das heißt, dass Bledenmark überall hinreisen kann, wo Schatten geworfen werden. Nur er weiß es mit Bestimmtheit. Dient Bledenmark nur euch allein? Du hast deine Frage falsch formuliert. Wir alle dienen Kyros. Die Erkonten folgen zudem ihren eigenen Interessen. Sie sind wenige Auserwählte, die bevollmächtigt wurden, um in Übereinstimmung mit Kyros Frieden Ordnung in die Welt zu bringen. Derzeit ist Bledenmark mein Vasall und ich sein Schirmherr. Diese Beziehung unterscheidet sich nicht sehr von Graven, Esch und Cairn, den gefallenen Erkonten und Nerats Stimme und seinen Singvogel Sirin. Solche Partnerschaften und Ausbildungen sind häufig. Sie bieten für alle beteiligten Erkonten gleichen Nutzen und ein gewisses Maß an Aufsicht. Meine Neugier gilt euch, Archont. Neugier ist kein Wesenszug, den ich meinen Dienern anrate. Zu oft habe ich erlebt, dass solche Art Beschäftigung zu Gesetzlosigkeit führte. Indes, wenn du das Gefühl hast, dass es bei dir deiner Arbeit hilft, wenn du mich besser verstehst, erlaube ich es. Was würdest du gern wissen? Erzähl mir von eurem Aufstieg zum Richter. Züge deinen Ehrgeiz, Schüler. Zu diesem Podium führte mich ein Weg, der unter keinen Umständen wiederholt werden kann. Wenn deine Neugier aber immer noch drängt, erzähle ich dir meine Geschichte. Ja, wir haben nicht genug Wissen.
Ein Freund von den Weisen hier würde es seinen Aufzeichnungen notieren, dass andere davon lernen können. Aber ja, es wäre mir eine große Ehre. Landry schnappt sich seine große Feder und ein frisches Blatt Pergament. Es ist das erste Mal, dass du siehst, wie er eine Notiz nicht auf der Rückseite eines bereits beschriebenen Blattes beginnt. Ich kam vor hunderten von Jahren in diese Welt, bevor der Traum eines einheitlichen Nordreiches vollständig in die Tat umgesetzt war. Mein Heimatland lag weit weg von den Grenzen zu Kyros Reich und unsere Eroberung war eine Angelegenheit von puren Spekulationen. Jahrzehnte bevor sich die Gerüchte von Kyros Annäherung verstärkten, beschäftigte ich mich schon mit den Feinheiten ihres Gesetzes. Ich erkannte innerhalb kürzester Zeit die Vorteile unserer unausweichlichen Unterwerfung. Also entschied ich mich, als ein Schlichter des Gesetzes und Verfasser von Vorträgen in der Regierung meines Landes aufzusteigen und habe mir so für die Vollstreckung von Gerechtigkeit einen Namen gemacht. Während sich mein Einfluss und das Vertrauen meiner Leute entwickelte, hatte ich bei meinen Entscheidungen schon längerfristige Ziele im Auge. Fahrt fort. Was meine Mitbürger nicht vermuten konnten, war, dass ich in unserer Regeln bereits die Essenz von Kyros Gesetz gewebt hatte. Ich habe die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass unser gebeuteltes Land vom Oberherrn erobert werden konnte und sich dem Reich anschloss. Zu der Zeit, als sich die Armeen des Oberherrn zeigten und ihre Kapitulationsbedingungen präsentierten, hatten wir bereits Kyros Frieden in allem, außer den Namen nach angenommen. Unsere Integration in das Nordreich war nur noch eine formelle Angelegenheit, unbedeutend der Änderung in unserem bereits geliebten Gesetz. Die Leute betrachteten mich als den Architekten des Friedens und nannten mich damals Thunon der Gerechte. Da ich in ihren Ansehen wuchs, konnte Kyros nicht umhin von der Rolle, die ich in ihrem blutlosen Sieg gespielt hatte, zu hören. Kyros Gesetz steckte voller Feinheiten, die den Massen nicht zugänglich sind. Ich wurde ausgewählt, um den Willen des Oberherrn im Nordreich und darüber hinaus auszulegen und zu repräsentieren, als Richter. Es ist mein Stolz, meine Aufgabe, mein Leben. Was bedeutet es, ein Archont zu sein? Ich habe Macht und Bedeutung und in Kyros Auftrag kann ich meine Autorität zugunsten aller ausüben. Hätte ich mir die Anerkennung des Oberherrn nicht verdient, würde ich hier nicht erhobenen Hauptes vor dir stehen. Seid ihr durch eure eigenen Handlungen zu dieser Macht gekommen oder hat Kyros eure Begabung gefördert? Eine scharfsinnige Frage. Zweifellos habe ich schon einen Funken Potenzial gezeigt, unbedeutend aber dennoch genug, um ein paar bemerkenswerte Taten zu vollbringen. Nur unter Kyros Vormundschaft steige ich in diese Höhen auf. Könnte jeder ein Archont werden? Absolut nicht. Nur ein paar wenige wachsen in diese Aufgabe. Wäre es anders, würde Teratos im Chaos abgleiten. Ist jeder Archont Kyros untergeordnet? Wir sind alle Kyros untergeordnet, aber ich verstehe schon, was du meinst. Der Oberherr gibt sich große Mühe, Potenzial zu erkennen. Bevor ein Archont an die Macht kommt, wird er auf das Genaueste überprüft. Von einem Rekrutierungsagenten, wenn nicht sogar von Bleedenmark. Was hat es mit eurer Maske auf sich? Das sollte für dich bereits offensichtlich sein, Schüler. Da die Antwort aber wichtig für deine Aufgaben ist, werde ich deine Ignoranz tolerieren und es dir erklären. Im Gesicht wimmelt es nur so vor unkontrollierten Muskelbewegungen und Verzerrungen als Reaktion auf äußere oder innere Einflüsse. Krank machen, wie es deutlich jegliche lächerliche Regungen zur Schau stellt. Ich kann eine Audienz halten oder über einen Disput richten, ohne für alle klar erkennbar meine Subjektivität zur Schau zu stellen. Fahrt fort. Als ich noch jung war, bevor das Nordreich sich in meine Lande ausbreitete, habe ich die Maske des Lauschens aus hartem, gefühllosem Holz gefertigt. Dieser Ausdruck nachhaltiger Geduld lauscht der Aussagen meiner Bittsteller und nimmt alle Beweise in sich auf, bevor die Belange auf angemessene Weise abgewägt werden. Später schenkte mir Kyros höchst selbst die Maske der Entschlossenheit. Sie unterscheidet sich kaum von der Maske des Lauschens, mit der Ausnahme des Stirnrunzelns, das Nachdenken und die Schwere der Last des Urteilssprechens symbolisiert. Das ist das Gesicht, das Recht spricht, meistens auf peinlich genaue und unnachsichtige Weise. Ich trug sie, als Kyros verheerendes Urteil in der Bastardstadt verkündete, und zweifellos werde ich sie wieder tragen. Ja, wie er unter seinen Masken aussieht, frage ich nicht. Das wird ihm nicht gefallen und ich bekomme da auch keine Antwort drauf. Deswegen, ich respektiere das. Beruht das Amt des Schicksalsbinders auf eurer Idee? Ja, indirekt. So wie ich Kyros Gesetz in ganz Teratos präsentierte,
Präsentiere bist du für das Volk das Gesicht meines Urteils. Ich nahm unseren Oberherrn als Vorbild für meine Inspiration, so wie es alle tun sollten. Das Volk brauchte ein zugängliches Gesicht, um ihre Kümmernisse zu regeln, und ich bin nicht verfügbar, um jeden Bauernstreit zu schlichten. Die Schicksalsbinder waren eine notwendige Lösung. Warum ist Neugier so ein Problem? Weil meine Vasallen nicht für ihre unabhängigen Gedanken ausgewählt wurden. Du bist ein Agent des Gesetzes, und die Vollstreckung desselben muss innerhalb genauer Grenzen vor sich gehen. Dein Verstand mag dir bei den vorliegenden Aufgaben helfen, aber dein unerschütterlicher Gehorsam ist von größerem Wert für mich. Ich verstehe, Arkont. Ich möchte mich über Rechtsangelegenheiten unterhalten. Dann bist du hier an der richtigen Stelle. Mein Gericht ist das gesetzliche Herz dieses korrupten, unzivilisierten Reiches. Du bist eine Ursache für deine Neugier. Du bist bereits erfahren im Umgang mit Kyros Gesetzes, aber ich bespreche gerne spezielle Einzelheiten mit dir. Ich möchte mich über Kyros Frieden unterhalten. Der Meilenstein in unseren Anstrengungen zu Kriegszeiten, natürlich. Kyros Frieden garantiert allen willigen Bittstellern unter ihrer Herrschaft einen Platz in ihrer Welt. Die genaue Formulierung dieser Verordnung lautet: Es obliegt dir nicht, dein Leben wegzuwerfen, der Oberherr hat Pläne für dich. Klingt fast wie so ein Gott. Das dehnt sich auf mehrere Einflussbereiche aus, unter anderem garantiert es Schutz für Feinde, die sich in der Zeit des Krieges ergeben, und es verbietet Selbstmord. Es ist verboten, einen Vasallen des Oberherrn oder seinen Besitz zu beseitigen. Erinnert mich daran, wie der Name des Oberherrn verwendet werden darf. Es ist nicht verboten, Kyros Namen auszusprechen, aber es bedarf Vorsicht und Respekt. Es obliegt dir nicht, den Namen des Oberherrn weiterzugeben, weder an Nachkommen, Dingen, Ort oder Abstraktion. Verunglimpfung des Oberherrn wird mit dem Tode geahndet. Es gibt nur einen Kyros, und ihr Name ist gesichert. Niemand darf Kyros sagen und den Namen durch eine zweite Bedeutung beschmutzen. Auch wird ihr Name nicht mit der Belanglosigkeit in Verbindung gebracht. Ein Spieler wird sein Glück nicht auf Kyros Glück und sein Pech nicht auf Kyros Hohn schieben. Eine solche Assoziation erniedrigt den Oberherrn beim Volk und wird zu Recht als schnöde Verunglimpfung angesehen. Lasst uns über die Altmauern sprechen. Die Altmauern sind verboten. Das gilt auch für das, was sich darin befindet, und die Bewohner. Es wird als unbefugtes Übertreten erachtet, wenn sich ein Gegenstand aus den Altmauern in deinem Besitz befindet. Dabei spielt es keine Rolle, wie du an ihn gelangt bist. Denke während deiner Reise daran. Da die Altmauern weit in die Stufen und das Nordreich hineinragen, gestattet es Kyros ihren Dienern, nur dort durchzureisen, wo sie die Landschaft so geformt hat, dass sie ein Durchqueren erlaubt. Unter keinen Umständen darfst du eine Bresche in den Altmauern betreten, selbst wenn es so etwas Unschuldiges ist, wie auf die andere Seite zu gelangen. Wenn er die Beschränkungen zu hart erscheinen, darf ich dich daran erinnern, dass sie dem Schutz von Kyros Untertanen dienen. Kyros hegt keinen Wunsch zu sehen, wie ihre treuesten Gefolgsleute Leuten unnötig Schaden zugefügt wird. Erzähl mir vom Magierkodex. Praktizierende der arkanen Künste müssen von einer von Kyros Gilden gebilligt werden, zum Beispiel von den Blutkantoren oder den Eisengebundenen. Magier, die sich nicht daran halten und ein gefährliches Gespür für unbekannte Kräfte haben, werden nicht toleriert. Ein genehmigter Magier, dessen Wirken Schaden an Leben oder Eigentum angerichtet hat, ist aus gesetzlicher Sicht unschuldig. Solange er seine Kunst im Dienste Kyros ausübt, ist alles vergeben. Lasst uns über Anteile und Teilen sprechen. Die Ernte blüht und verfault nach Kyros Willen. In mageren Zeiten wirst du beköstigt, in reichen Zeiten wirst du andere beköstigen. Dieses Gesetz ist an und für sich schon eine ansehnliche Kategorie. Sie deckt viele Notwendigkeiten in einem ab. Handel und Steuern sind nur zwei Beispiele. Der Hauptzweck dieses Gesetzes ist der, die Untertanen von Kyros zu befähigen, für ihre Nachbarn zu sorgen und im Gegenzug zu erwarten, dass auch für sie gesorgt wird. Nimm zur Kenntnis, wie diese Gesetze auf den Handel angewandt werden kann. Das Recht eines Händlers, mit seinen Waren hausieren zu gehen, wird von den Genehmigungen bestimmt, die jährlich erteilt werden. Die Obrigkeiten der Region hat das Recht zu entscheiden, ob ein Händler in einem Jahr Kohl und im nächsten Jahr Sandalen verkauft. Jedem, der diese Einschränkungen überschreitet, werden unmittelbar alle Güter beschlagnahmt. Du musst dich nicht mit den Feinheiten belasten, zumindest nicht, bis sie in diesem umkämpften Land irgendwann in Friedenszeiten gelten. Mich interessiert die Beschränkung von verbotenem Wissen. Kyros selbst setzt fest, was gewusst werden darf und was nicht. Diese Beschränkungen werden selten durchgesetzt, aber sie sind es wert, beachtet zu werden. Zum Beispiel erachtete Kyros während der Eroberung das Wissen der Velum-Zitadelle als Tabu. Niemand darf die Weisheit dieses gefallenen Verwahrungsortes besitzen, außer Kyros selbst. Die Velum-Zitadelle war eine Bibliotheksfestung, das größte Archiv des geschriebenen Wortes in den Stufen. Die Schule von Tinte und Feder beschützte und bewahrte jahrhundertelang das uralte Archiv, das aus dem politischen Chaos der jüngeren Königreiche als Leuchtturm des Wissens und der Kultur herausragte. Es ist völlig
es ist völlig zu verbieten, kommt mir ein bisschen übertrieben vor. Um allerdings Kyros Advokaten zu spielen, die Welt würde kaum sicherer sein, wenn alle Zugriff hätten auf das Wissen über die Zubereitung von Giften oder die Kunst, Briganten in feine Bronze zu rüsten. Das gilt zum Schutz ihrer Untertanen. Bevor Kyros kam, während der Zeiten der Anarchie und Zwietracht, machte mächtiges Wissen in unwürdigen Händen ganze Reiche gedankenlos und ohne Mitleid dem Erdboden gleich. Kyros hegt keinen Wunsch, in diese dunkle Zeiten zurückzufallen. Bin ich an diese Gesetze gebunden? Was für eine dumme Frage, natürlich. Zurück zu meinen vorherigen Fragen. Ich habe keine weiteren Fragen, okay. Ach so, ja, ich wollte ja mal gucken, ob ich irgendwie... Thunon. Oh, wir haben zwar fast die Gunst 4 erreicht, aber es scheint nichts zu geben, wenn wir entsprechend begünstigt unterwegs sind. Können wir mit denen hier reden? Ne. Dann schauen wir mal noch, ob wir mit denen reden können. Dann reden wir mit den Schicksalsbindern. Xevois, alles ist besser als eine hinausgezögerte Belagerung. Stimmt doch, Schicksalsbinder. Genieß den Krieg, solange du noch kannst. Aha. Albitronas, Schicksalsbinder. Dein Lieutenant nickt dir knapp zu. Ich fühle mich in dieser glänzenden Halle nicht wohl, aber ich muss zugeben, dass es eine Abwechslung vom Schlachtfeld und dem Übungsplatz ist. Wenn Ash möchte, dass ich hier bleibe und während der Besatzung seine Interessen vertrete, bin ich der Aufgabe gewachsen. Ja, die haben also nichts Wichtiges zu sagen, okay? Ah, Pax, das haben wir beim letzten Mal schon. Lalalala. Komm, lass uns offen sprechen. Wie wurdest du auserwählt, Schicksalsbinder zu werden? Ich kann nicht für die anderen Schicksalsbinder sprechen, aber ich bin zum Gericht gestoßen, als ich noch ein Knabe war. Ungestüm und wild. Ich war zur Todesstrafe wegen Leichenschändung verurteilt worden. Er lacht laut und herzhaft. Es war bei weitem nicht so aufregend, wie du es dir gewiss ausmalst. Ich hatte lediglich Leichen verbrannt, die auf ihre Bestattung warteten. Ehe die örtlichen Behörden mich aufknüpfen konnten, verkündete der Richter, ich sei ein großes Talent, das nur in die richtigen Bahnen gelenkt werden müsste. Warum hast du die Leichen verbrannt? In den Straßen aufgeschichtete Leichen verbreiteten die Pest schneller als selbst die schmutzigsten Ratten. Ich war erst 10 und ein schwacher Kämpfer. Ich tat für mein Vaterland, was ich eben konnte. Warum war es ein Verbrechen? Es gab Zeiten, da waren selbst die Nordmänner äußerst abergläubig. Zeiten, ehe Kyros die Vernunft in die Reiche brachte. Die Leute in meiner Stadt glaubten, dass ich unsere gefallenen Krieger ohne die erforderlichen Rituale dazu verdammte, nicht in das Land zurückkehren zu können. Gut, dass Thunon dich verschont hat. Wie ich schon sagte, der Richter hat in mir etwas von seltenem Wert gesehen, was für uns alle gilt. Auch du wurdest für unser hohes Gericht auserwählt, wofür ich dankbar bin. Als Schicksalsbinder des Krieges bin ich auf deine Talente angewiesen. Was bin ich denn für ein Schicksalsbinder, wenn er Schicksalsbinder des Krieges ist? Ich bin neugierig, was Thunons Masken angeht. Sie können recht beunruhigend sein, nicht wahr? Selbst für jemanden wie mich. Aber ich kann dir versichern, die Unschuldigen müssen ihren objektiven, emotionslosen Blick nicht fürchten. Was genau möchtest du über die Masken des Richters wissen? Ich möchte etwas über das stumme Gesicht erfahren. Das stumme Gesicht ist das Gesicht, das Thunon uns im Moment zeigt, worüber wir unendlich dankbar sein sollten. Das stumme Gesicht ist ein geduldiges Gesicht, ein Gesicht, das zuhört, während Thunon allen Angelegenheiten vorsitzt, die vor Gericht vorgetragen werden. Es stellt sicher, dass alle Seiten eines Konfliktes angehört werden. Ich will etwas über das Gesicht der Entschlossenheit erfahren. Zuletzt setzte Thunon das Gesicht der Entschlossenheit auf, als er über die Bastardstadt urteilte und die Hälfte ihrer Distrikte zur Zerstörung verdammte. Seitdem hat er unsere Notstufe gerecht, ruhig und mit effizienter Diplomatie regiert. Ich will etwas über das Gesicht, das nicht mehr ist, erfahren. Man sagt, dass Thunon in Grau vorzeitig noch eine dritte Maske trug. Das Gerücht besagt, dass dieses Gesicht Kyros missfiel und daher vernichtet wurde. Wie alle Personen oder Gegenstände, die unserem Oberherrn missfallen. Hast du Thunon je die Maske wechseln sehen? So wie du und ich unsere Gewänder wechseln würden? Nein, nicht direkt. Und doch habe ich gesehen, wie die Masken sich verändern. Sie wechseln, ohne dass der Richter oder sonst jemand sie berührt. Man kann nicht beobachten, wie es geschieht. Denn man merkt schlicht nach einiger Zeit, dass es geschehen ist. Das Gericht hat genug Arbeit, dass wir uns nicht damit beschäftigen sollten, über unergründliche Geheimnisse nachzugrübeln. Wie war das noch einmal mit der Geschichte und Herkunft der Schicksalsbinder? Der erfahrene Krieger reibt sich mit seinem Finger über die Bartstoppeln auf seiner Wange. Wir sind ein relativ junger Orden, auch wenn wir die letzten beiden Jahrhunderte erlebt haben. Während Nerads Stimme und Gravenechs Armee brauchen, die
ihren Willen ausführen, befehligt Thunon nur ein bescheidenes Gericht von Vasallen. Wir existieren als die Erweiterung seines Gesetzes. Kein Ort auf ganz Teratos kann sich unserem Urteil entziehen. Erzähl mir etwas über Kyros Armeen, unseren Verbündeten. Ah ja, wer solche Freunde hat? Unsere Arbeit erklärt sich oft von selbst. Fragst du nach dem Scharlachroten Chor oder nach den Geschmähten? Dem Scharlachroten Chor. Die Soldaten des Scharlachroten Chors stammen aus allen Ecken aller Reiche. Auf seinen Feldzügen rekrutiert der Chor wahllos und willkürlich von jenen, die er unterworfen hat. So füllt er seine Reihen auf. Es gibt im Chor keinerlei Konstanz in der Führung. Nerad erlaubt es, nein, er ermutigt es, dass die Starken ihre Anführer herausfordern. Aber der Chor ist zahlenmäßig stark und rohe Gewalt ist fast immer eine gangbare Lösung, auch wenn Rogalus das anders sehen mag. Zudem bezieht der Scharlachrote Chor seine Stärke aus den Massen, die er sich einverleibt. Seine Blutkantoren haben Wissen von verschiedenen Mystikern der Stufen übernommen und viele der besten Soldaten des Chors sind hier im Süden aufgewachsen. Und die Geschmähten? Die Geschmähten sind die Eisenspitze von Kyros großer Phalanx. Sie besitzen die besten Waffen und die beste Ausbildung und werden vom genialen Gravenmesh angeführt. Den Geschmähten ist im offenen Kampf niemand auch nur annähernd ebenbürtig. Die Legion hat ein Motto, Gravenmesh beschützt. Es ist kein leeres Prahlen. Der Archont des Krieges kann seinen Soldaten seinen Willen und seine Stärke verleihen und ihnen Ausdauer weit über die üblich männlichen Grenzen hinausgeben. Ich habe großen Respekt vor den Geschmähten, aber ich weiß, woran ich bei ihnen bin. Sie sind eine sehr verschworene Gemeinschaft. Sie alle stammen aus notländischen Familien. Viele sind miteinander verwandt. Nunowul seufzt und lächelt wehmütig. Aber angesichts unserer Rolle in der großen Hierarchie kann ich es General echt nicht verübeln, dass er wählerisch ist. Ich habe den Turm in Vendriens Brunnen erobert. Die Gerüchte am Gericht sind also wahr. Der Schicksalsbinder reibt sich das Kinn und sinniert gemächlich über seine Gedanken. Nach einer Weile lächelt er dich wehmütig an. Eines Tages würde ich diesen Turm gerne mit eigenen Augen sehen, der sich über den Reichen erhebt wie eine Klinge, die in den Himmel gerammt wurde. Ich möchte von deinem vergangenen Siegen im Krieg hören oder von deinen jüngsten Erlebnissen. Hast du noch nicht genug von meinen Geschichten, Paxis? Ich muss gestehen, dass ich nie genug davon habe, sie zu erzählen. Er lacht herzhaft und tief. Also dann lass mich von all meinen glorreichen Taten der Eroberung berichten. Der Ruhm von Kyros Herrschaft soll in alle Ohren dringen, die davon hören wollen. Ach, hättest du mich doch auf meiner letzten Mission nach Hafen begleiten können, Bruder. Es war ein erregendes Abenteuer voller Blutvergießen und Intrige. Inspiriert von der Vendrienwache hatte das Haus Dukenius sich überlegt, seine Loyalität nun doch nicht dem Oberherrn zu schenken. Ich ritt ohne Rast und Ruhe, weil ich gehört hatte, dass sie nach Arden geflohen seien. Nachdem ich sie mehrere Tage lang verfolgt hatte, spürte ich sie schließlich auf und metzelte sie nieder. Dank meiner Klinge floss das Blut, das einst über Hafen geherrscht hatte, durch seine Straßen. Damit haben wir alle. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und beim nächsten Mal reden wir dann auch mit den anderen zwei Schicksalsbindern und dann weiß ich nicht, ob wir zuerst zu Ledians Kreuzung gehen oder zu Gravenmesh, aber ich glaube fast zuerst zu Ledians Kreuzung. Also dann, bleibt cool, euer Paxis, tschö.